jetzt gebracht. Ewige Ehre, ewige Ehre, ewige Ehre, Christus sei Dank. Ewiger Vater, du bist der Herr der Welt, bist dort im Himmel. Himmelreich, wartest auf uns, wartest auf uns. Ewige Ehre, ewige Ehre, ewige Ehre, ihm Lob und Dank sei jetzt gebracht. Sei Dank. EWTN, katholisches Fernsehen. Feierlichen Vereidigung beginnt Punkt 17 Uhr Schweizer Zeit. Die päpstliche Schweizer Garde mit 36 Gardisten. Jetzt Punkt 17 Uhr beginnt es mit dem Trompetentönen. Wir hören zu und beginnen diese Live-Übertragung. Die Tamburen. Und auch hier bei der Vereidigung, bei der Live-Kommentar. Mit mir im Studio, ich bin Mario Galgano für Radio Vatikan. Ich bin aber nicht alleine, wir haben auch einen Gast. Gastkanton ist ja Kanton Nidwalden und wir haben jemanden, einen Schweizer Gardisten aus dem Kanton Nidwalden bei uns im Studio. Kurz sich vorstellen, wer Sie sind. Ja, guten Abend. Mein Name ist Thiago Würsch, komme aus dem Kanton Nidwalden, genauer gesagt aus dem Dorf Beckenried. Und seit knapp 2 Jahren bin ich jetzt bei der Schweizer Garde. Und freue mich, neben kommentieren zu dürfen, die Vereidigung der neuen Gardisten.
Sie haben ja diese Vereidigung selber ja erlebt, und zwar war das im vergangenen Jahr, vor einem Jahr, also jetzt ein Jahr später sind Sie sozusagen auch jetzt Zuschauer. Da ist natürlich die Frage, wie fühlt man sich an diesem Tag und in diesem Moment, auch in diesem Augenblick, wenn man hier so eintritt, in diesem langsamen Schritt zur Vereidigung? Ja, man ist sicherlich nervös, man freut sich. Ich persönlich freue mich für die neu zu vereidigenden Gardisten, weil man weiß ja selber, wie es ist, diesen Tag miterleben zu dürfen. Und es ist schön, dass man es gemacht hat. Man ist sicher froh, wenn es hinter einem ist, weil die Nervosität ist schon sehr hoch bei den Personen. Aber auch sicher die Freude, dass dieser Tag endlich gekommen ist, freuen sich sicher alle darauf. Die große Frage ist, was motiviert denn überhaupt einen jungen Schweizer, eben jetzt den Vierwaldstättersee zu verlassen und hier zum Vatikan, zum kleinsten Staat der Welt zu kommen, um diesen Dienst zu absolvieren? Es gibt verschiedene Gründe, aber bei den meisten ist es sicherlich die Vertiefung des Glaubens. Man darf dem Heiligen Stuhl dienen. Sicher auch das Abenteuer, weil Rom ist der Vatikan ist ein Abenteuer, muss man sagen. Man ist 2 Jahre weg von zu Hause und lässt seine Familie, den Beruf, alles hinter sich, um hier dienen zu dürfen. Und das sind alles Kriterien und Sachen, die man dann wahrnimmt. Und das sagt einem dann zu. Und auch die Sprache, die italienische Sprache zu lernen, das ist sicher auch ein großer Punkt, um auch hierher zu kommen. Genau. Wie läuft jetzt eigentlich dieser Moment ab? Jetzt sehen wir, die kommen rein und was läuft denn jetzt konkret? Also was erwartet uns jetzt in diesen Augenblicken? Okay, momentan geschieht der Einmarsch mit den Tamburen zuvorderst, die Fahne und dann die Musikgruppe, die Banda, die Schweizer Garde, unsere Banda und dann der Rest der Mannschaft, die zu vereidigenden Gardisten. Hier besonders ist bei der Aula Paolo VI, normalerweise war es ja immer draußen und beim St. Damaskushof. Und wegen dem leider schlechten Wetter, das wir momentan haben im Vatikan, wurde es nach drinnen verlegt, was aber auch sicher eine spezielle und besondere Erfahrung ist für die Gardisten und die Familienangehörigen. Weil das gab es seit 2013, gab es das nicht mehr. Darum ist es für alle etwas Besonderes und etwas Neues. Was ist eigentlich der große Unterschied? Also was gibt es da einen Unterschied, dass es jetzt, also abgesehen vom Raum, vom Ablauf her, also prägt das anders, wenn man es drin macht, als draußen? Ich würde sagen, es ist persönlicher drinnen, weil der Raum, die Aula Paolo VI selber, der Fokus liegt schon auf der Tribüne. Und da muss man sagen, wenn der Hellebardier, der zu Vereidigende, dort drauf steht, die Fahne fasst, dann ist es sicher, hat man den Fokus auf sich gerichtet und nicht auf Nebensachen. Aber es ist beides sehr, sehr speziell. Vielleicht auch eben zur Schweizer. Wie wird man überhaupt Schweizer Gardist? Also, da braucht es ja wahrscheinlich auch Voraussetzungen. Und welche Voraussetzungen braucht es denn, um ein Gardist zu werden? Genau. Die erste Voraussetzung ganz klar: man muss Schweizer Bürger sein, praktizierender Katholik, man muss männlich sein. Zivilstand ledig beim Eintritt und Alter sollte zwischen 19 und 30 Jahre sein. Mindestrichtgröße sagt man 1,74, aber das ist ja eine Richtgröße. Das ist einwandfreie Gesundheit, einwandfreien Leumund und zur Ausbildung entweder die Matura gemacht oder eine abgeschlossene Berufslehre und die Rekrutenschule abgeschlossen in der Schweizer Armee. Genau, man verpflichtet sich für 26 Monate. Und nach 26 Monaten, was passiert dann? Muss man die Garde verlassen oder gibt es Möglichkeiten weiterzumachen? Man muss sie nicht verlassen, je nachdem wie es einem gefällt und wie der Kommandant zufrieden ist mit der Arbeit des Gardisten, kann man den Vertrag verlängern. Dort ist nicht, man muss die Garde nicht nach 2 Jahren verlassen. Aber viele nach 2 Jahren haben auch Heimweh, also wir wollen zurück zur Familie oder im Beruf wieder Fuß fassen in der Schweiz. Und die Garde ist ja eigentlich militärisch aufgebaut, das heißt, es hat ja eine Hierarchie, es gibt ja auch verschiedene Dienstgrade. Mhm, genau. Wie sollen wir uns das vorstellen? Also das heißt jetzt zum Beispiel, da gibt es jetzt eben die jetzt schwören, die beginnen als
Helibardier? Ja, also man beginnt als Rekrut. Das ist noch ein Unterschied. Und man beginnt als Rekrut und dann ist eben offiziell ist man Helibardier bei der, beim Schwören, oder? Und wenn man zur Fahne geht, ist man dann offiziell Helibardier und dann kommen die verschiedenen Grade. Also unser Kommandant hat einen Grad des Oberst und Vizekommandant, Oberstleutnant, Major, Hauptmann, Leutnant, eigentlich wie beim Militär, wie beim Schweizer Militär, ähnlich. Man sagt, die Schweizer Garde die kleinste Armee der Welt. Wie groß ist aber diese kleinste Armee der Welt? Wie sieht es mit den Zahlen aus? Okay, momentan sind wir der aktuelle Bestand 132 Mann. Und noch hier zum Detail auch noch, die Gardisten, die schwören, sind 36 Personen. Genau. Und von diesen sind 60%, also vom Gesamthaft der Schweizer Garde, 60% haben wir deutschsprachige, 30% französisch sprechend und ca. 10%, die doch also die italienisch sprechen. Und auch noch, was zu erwähnen ist, retromanisch sprechen auch, soviel ich weiß, zwei, drei Gardisten sprechen noch retromanisch. Genau. Aber unter euch, wie sprecht ihr miteinander, so wie in der Schweiz? Wir sind ja multisprachlich. Aber wie spricht man in der Schweizer Garde? Die Landessprachen, also die Schweizer Landessprache. Genau, aber wenn man jetzt in der Schweiz ist zum Beispiel, dann spricht man klar Deutsch oder Schweizerdeutsch. Und sonst, wenn man einen Kollegen aus der Romandie hat, dann spricht man so gut, also eigentlich Italienisch. Ist untereinander sonst Italienisch, weil man versucht, sein Italienisch zu verbessern. Darum, wenn es nicht die eigene Sprache ist, die Muttersprache ist, versucht man es auf Italienisch zu hinzukriegen. Ich nehme mal an, ihr macht ja natürlich auch eben Italienischkurs, aber auch an sich gibt es ja auch Vatikan, muss man ja auch kennenlernen. Lernt ihr auch kennen, wie der Vatikan funktioniert, aufgebaut ist, der Heilige Stuhl, die römische Kurie? Ja, wir lernen, der erste Monat, in dem wir bei der Schweizer Garde eintreten, hat man, also die ersten zwei Monate sind Ausbildung. Der erste Monat, so viel es geht, ist in der Schweiz, in Tessin oder Monte Generi. Dort hat man praktische Ausbildung, das Schießausbildung, Zwangsmittelanwendung. Und wenn man zurück im Vatikan ist, lernen wir dann auch Details vom Vatikan selber, wie ist es aufgebaut, wo sind eigentlich die Eingänge, wie funktioniert es, die Gebäude im Vatikan drin, was hat es überhaupt drin. Und damit wir auch gut informiert sind, damit man den Personen auch drinnen helfen kann, wenn etwas ist oder wenn sie Fragen haben. Zur Wiederholung, also der Auftrag als Gardist, ihr seid ja nicht nur für die Leibwächter des Papstes, sondern habt ja mehrere Aufgaben, auch verschiedene Aufgaben. Was konkret ist denn sozusagen, was ihr macht? Genau, also unsere fünf Hauptaufgaben sind, also als erstes kann man sagen, das Wichtigste auch Schutz des Papstes und seiner Residenz. Als zweites haben wir die Begleitung des Papstes auf seinen apostolischen Reisen. Dann Bewachung der offiziellen Eingänge des Vatikans. Schutz des Kardinalskollegiums während der Sedisvakanz und Ehren- und Ordnungsdienst. So gliedert sich unsere fünf Hauptaufträge. Das heißt ja, Ehren- und Ordnungsdienst, also zum Beispiel, wenn Staatsgäste kommen, begleitet ihr sie zum Papst beispielsweise? Ja, der Empfang bei Staatsempfängen stellt die Schweizer Garde ein Picket. Genau. Und meistens ist das in einem schönen Hof im Vatikan drin. Stellt sie ein Picke und dort empfangen wir dann den Präsidenten oder allenfalls Botschafter des entsprechenden Landes. Im Augenblick ist ja so, nachdem jetzt die neuen Gardisten, also neuen, die jetzt die Vereidigung vornehmen werden, sind jetzt angekommen, sind auf der Bühne der Audienzhalle und im Augenblick ist eben der Kommandant Christoph Graf zusammen mit dem Gardekaplan Reichlin und die machen jetzt sozusagen wie eine letzte Kontrolle, oder? So eine Art, oder schauen Sie in die Augen. Genau. Also der Kommandant schaut jetzt jedem zu vereidigten Gardisten, also allen, die dort stehen, noch direkt in die Augen. Ja, er will auch sehen, wie seine Truppe aufgestellt ist, auch Augenkontakt, oder? Und ja. Was denkt man jetzt in diesem Moment? Das ist jetzt eine gute Frage. Also, eine gute Frage, aber ich denke sicher, die Gardisten, die Jungen vor allem, sind sicher nervös. Also das kann man ruhig sagen, aber auch einen gewissen Stolz, den sie fühlen, weil es ist wirklich schön, mit dem
Panzer dort hinzustehen, die Familie zu sehen. Die meisten wissen ja, dort sind wirklich Personen, die ihnen sehr am Herzen liegen oder die zuschauen. Darum das mit der Nervosität, das ist eigentlich ein bisschen übertrieben. Klar, man sollte sie haben, man soll sie haben, aber es sind wirklich eigentlich Personen, die sie alle, die nahestehen, die sie gerne haben. Und darum geht das schon. Eben mit uns verbunden sind Partnersender. Wir sind auf YouTube, auf Facebook. Da gibt es auch schon viele, die auch ihre Kommentare schreiben, die das auch selber erlebt haben in der Vergangenheit. Und wir sehen Bilder. Die Schweizer Garde ist ja bekannt, eben, dass sie sehr bunt ist. Aber die Farben sind ja nicht einfach so entstanden, sondern das sind ja Farben, die mit der Geschichte verbunden sind, der Schweizer Garde. Das sind Farben der Päpstefamilien, die Garde gegründet haben. Diese Farben sehen wir auch auf der Gardefahne. Wir werden vielleicht danach noch ein bisschen noch drüber sprechen. Jetzt zum Ablauf läuft es ja jetzt ab. Wir haben den Einmarsch gesehen, die Aufstellung, das Abschreiten der Formation durch den Kommandant und nun eben die Ansprache vom Kommandanten Christoph Graf an die Garde. Gut, Schweizerisch natürlich in mehreren Sprachen. Er spricht Gardekommandant Oberst Christoph Graf. Wir hören zu. Und bei Bedarf übersetzen wir. Eccellentissimo Sostituto della Segreteria di Stato, Monsignore Edgar Peña Parra. Die Begrüßung des Vertreters des Staatssekretariats, Monsignor Edgar Peña Parra, und auch Begrüßung des Präsidenten der Schweizer Bischofskonferenz, Felix Gmür. Dann dem Schweizer Bundespräsidenten Ignazio Cassis vom Schweizer Bundesrat, vom Nationalrat. Irene Kählin ist also eben die Präsidentin des Nationalrates, also des Schweizer Parlaments. Signor Thomas Hefti, illustrissima signora Landamann del Kanton Nidwalden. Vom Gastkanton, von Nidwalden. Auch den Schweizer Botschafter beim Heiligen Stuhl, Dennis Knobel, genau, das ist der Schweizer Vertreter hier in Rom, beim Heiligen Stuhl. Und natürlich auch Vertreter der Schweizer Armee. Illustrissima Presidente della Fondazione per la Guardia Svizzera Pontificia, Signora Ruth Metzler-Arnold. Auch natürlich von der Stiftung der Schweizer Garde. Es gibt auch eine zweite Stiftung, die für die Renovierung, für den Neubau der Kaserne der Schweizer Garde ist auch anwesend. Eminenza, Eccellenza, illustri autorità civili, militari e religiose. Cari genitori, fratelli e sorelle delle Guardie. Natürlich auch die Familienangehörigen werden begrüßt. Traditionsgemäß nimmt an der Vereidigung der Papst nicht teil, sondern es ist ja so, dass am Vormittag die Familien und die Gardisten den Papst treffen. Also beim Vereidigung ist der Papst nie dabei. Am 6. Mai 1527 beim Sacco di Roma gaben 147 Schweizer Gardisten heldenhaft ihr Leben hin, um dem Heiligen Vater Papst Clemens VII. Die Flucht zur Engelsburg zu ermöglichen. Anlässlich des Gedenktages für die verstorbenen Kameraden werden jedes Jahr alle Gardisten vereidigt, die seit dem letzten Vereidigungstag in unser Korps aufgenommen worden sind. In wenigen Augenblicken werden die 36 Gardisten durch den Wachtmeister einzeln mit dem Namen aufgerufen.
festen Schrittes werden sie zur Fahne schreiten und mit erhobenem Schuhhand und lauter Stimme den Eid ablegen, der ihnen in Kürze von unserem Herrn Kaplan vorgelesen wird. Mit diesem feierlichen Akt bezeugt jeder Einzelne die Bereitschaft, sich in den Dienst zum Schutze des Papstes zu stellen und, wenn es die Situation erfordert, selbst das Leben für unseren Heiligen Vater hinzugeben. Mit großer Freude und Anerkennung gratuliere ich allen von ganzem Herzen. Einen besonderen Dank möchte ich den lieben Eltern und Geschwistern zukommen lassen. Ihre Nähe und ihre Unterstützung, auch im Gebet, ist von großer Bedeutung und Wichtigkeit. Denn das Soldatenleben ist nicht immer einfach und erfordert viel Kraft und Überzeugung. Ich möchte es nicht unterlassen, auch unserem Heiligen Vater Papst Franziskus und unseren Vorgesetzten im Staatssekretariat von ganzem Herzen für das entgegengebrachte Vertrauen und für die stets wohlwollende Unterstützung zu danken. Die Gardisten erfüllen einen sehr anspruchsvollen Dienst. Es erfordert von ihnen Verzicht und Opferbereitschaft. Es ist mir ein großes Anliegen, dass Sie dafür in der Mentalität, die uns Schweizer auszeichnet, fest verankert sind. Das sind Integrität, Zuverlässigkeit, Treue, Toleranz, gegenseitige Wertschätzung und Dialog. Das sind eben die Ausdrücke davon. Zuallererst muss ein Schweizer Gardist aber ein Christ sein. Die christlichen Werte leben und sich von ihnen formen lassen. Dann ist er nicht nur Mitarbeiter in einem guten Zusammenleben, sondern, wie der heilige Franz von Assisi betet, ein wahres Werkzeug im Dienste des Friedens. Und das ist unabdingbar für ein erfülltes Leben, das ich jedem Gardisten herzlichst wünsche. Der Friede wurde und wird immer wieder grausamst erschüttert. Wie viele Menschen und Völker leiden heute weltweit unter kriegerischen Auseinandersetzungen? Heute, jetzt, da wir hier versammelt sind, nie wieder Krieg, riefen die Menschen nach den zwei verheerenden Weltkriegen des letzten Jahrhunderts. Ging dieser Schrei vergessen? Hat er die Kraft verloren, als der Krieg wieder nach Europa kam, im grausamen Balkankrieg und nun aufs Neue mit unverminderter Brutalität? Krieg aber ist nicht nur ein Verbrechen gegen die Menschheit und die Schöpfung, sondern gegen Gott selbst. Oft frage ich mich, warum lernen wir Menschen nicht aus diesen schrecklichen Fehlern? Warum ist ein friedliches Zusammenleben, ein friedliches Lösen von Konflikten nicht möglich? Ist es tatsächlich nur der Drang nach Macht und Reichtum? Es liegt in der ambivalenten Natur des Menschen, nicht nur die Welt zu beherrschen, sie auszubeuten, sie zu manipulieren, sondern auch über den Menschen selbst Macht auszuüben. Aber der Mensch ist aus Liebe für das Gute geschaffen und zum Guten berufen. Papst Franziskus hat mit seiner Enzyklika Laudato Si ein Schreiben verfasst, das nicht nur an die Christen,
sondern an alle Einwohner der Erde, unseres gemeinsamen Hauses, gerichtet ist. Er macht sich ernsthafte Gedanken über die Zukunft der Schöpfung. Er drückt seine Besorgnis über die Umweltverschmutzung, Klimawandel, über die Erschöpfung natürlicher Ressourcen und soziale Ungerechtigkeiten aus. Vehement ruft er besonders die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft zu einem umfassenden Umdenken auf, wie wir die Welt, den Menschen und den Menschen in der Welt sehen. Es geht dem Heiligen Vater um die Erhaltung und Heilung der Schöpfung, um das allgemeine Wohlergehen und die Würde des Menschen, um Gerechtigkeit und Frieden. Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn ein jeder Mensch sein Leben wieder nach den Grundwerten ausrichtet. Kern dieser Grundwerte kann nur die Liebe sein. Sie ist die Grundvoraussetzung für Versöhnung, für Achtsamkeit, für Gerechtigkeit und Frieden. Das benötigt Einsicht. Geben wir als Christen Zeugnis dafür. Mit Hilfe des Gebetes, des Gesprächs mit Gott, können wir Berge versetzen, Kriege verhindern, versöhnen, heilen. Für Gott ist nichts unmöglich. Das war die Ansprache des Gardekommandanten Christoph Graf. Il cappellano della Guardia, padre Columban Reichlin, dà lettura della formula del giuramento nelle tre principali lingue nazionali e propone alcune riflessioni spirituali per il servizio. Le chapelain de la garde, père Columban Reichlin, va maintenant nous donner lecture de la formule du serment dans les trois principales langues nationales et nous proposer quelques réflexions spirituelles pour le service. Gardekaplan Pater Columban Reichlin verliest nun in den drei Hauptlandessprachen der Schweiz die Eidesformel und gibt einige geistliche Anregungen mit für den Dienst. Liebe Gardisten, jetzt ist er da, dieser besondere Moment der Vereidigung, auf den Sie lange gewartet und auf den Sie sich intensiv vorbereitet haben. Es liegt Monate, sogar Jahre zurück, dass Sie erstmals mit der päpstlichen Schweizer Garde in Kontakt gekommen sind und dass in Ihnen die Idee geweckt worden ist, selber Gardist zu werden. Dieser Gedanke ist in Ihnen auf Resonanz gestoßen, konnte dadurch wachsen und reifen und hat sich schließlich zur Überzeugung verdichtet, sich für diesen zweijährigen Dienst zu entscheiden. Liebe Gardisten, Sie verrichten hier nicht bloß einen Gelegenheitsjob. Mit Ihrer wohlüberlegten Entscheidung für die Garde sind Sie vielmehr Ihrer persönlichen Berufung gefolgt. Woher stammt unsere individuelle Berufung? Können wir Menschen unsere Talente, unsere Stärken und Potenziale selber wählen und erschaffen? In der Lesung aus der Apostelgeschichte haben wir heute früh in der Eucharistiefeier gehört, wie der auferstandene Herr sagte: Ich habe diesen Mann, Saulus, als mein Werkzeug auserwählt. Jeder Mensch ist gerufen, Gottes Werkzeug zu sein. Gott hat einen Plan mit uns allen, auch mit Ihnen, liebe Gardisten. Er hat Sie in diesen Dienst gerufen, weil Sie vertrauenswürdig sind, weil Sie Respekt haben vor Papst Franziskus,
weil sie loyal sind zur Kirche und weil sie eine lebendige Gottesbeziehung pflegen oder in ihrem Herzen offen sind für das große Geheimnis hinter der Schöpfung und unserem Leben. Gott hat sie aber auch hierher gerufen, weil sie hier ihren Lebensrucksack mit vielfältigen Kenntnissen, Erfahrungen und Beziehungen werden füllen können, die für ihre persönliche Entwicklung und für ihren weiteren Weg hilfreich und richtungsweisend sein werden. Liebe Gardisten, bewahren Sie den Wert und die Bedeutung Ihrer individuellen Berufung in Ihrem Bewusstsein. Nutzen Sie die Zeit an diesem Gnadenort, um im Vertrauen in diese persönliche Berufung und Zuneigung Gottes zu wachsen. Lassen Sie sich von Gottes schöpferischem Geist weiter inspirieren und überraschen, über Ihre Zeit in der Garde hinaus, die für die meisten von Ihnen vor allem eine Vorbereitungszeit, eine bedeutende und zukunftsprägende Ouvertüre sein wird, bevor sich Ihnen der große Vorhang des Berufs- und Familienlebens öffnet. Mit Ihnen, liebe Gardisten, sind wir alle dankbar, dass Sie zu diesem besonderen Dienst berufen worden sind, den gewissenhaft und treu zu leisten, Sie nun mit folgender Schwurformel beeidigen. Ich schwöre, treu, redlich und ehrenhaft zu dienen, dem regierenden Papst Franziskus und seinen rechtmäßigen Nachfolgern, und mich mit ganzer Kraft für sie einzusetzen, bereit, wenn es erheischt sein sollte, für ihren Schutz selbst mein Leben hinzugeben. Ich übernehme dieselben Verpflichtungen gegenüber dem Kollegium der Kardinäle während der Sedisvakanz des apostolischen Stuhles. Ich verspreche überdies dem Herrn Kommandanten und meinen übrigen Vorgesetzten Achtung, Treue und Gehorsam. Ich schwöre es, so wahr mir Gott und unsere heiligen Patrone helfen. Cher Gard, liebe Gardisten, dieser Moment der Vereidigung, den Sie mit Sehnsucht und Freude erwartet haben, ging ein teils langer Weg und Prozess voraus vom ersten Kontakt mit der päpstlichen Schweizer Garde bis hin zur Entscheidung, 2 Jahre als Gardist zu dienen. Vertrauen Sie darauf, liebe Gardisten, dass Sie nicht zufällig in der Garde gelandet sind, dass Gott Sie vielmehr zu diesem Dienst auserwählt und berufen hat. Die gesamte Schöpfung und auch wir Menschen sind nicht dem Zufall ausgeliefert. Jeder Mensch trägt eine Berufung, eine Bestimmung in sich. Und diese individuelle Berufung und persönliche Bestimmung sind einmalig, kostbar und heilig, weil sie unserem Leben Sinn, Inhalt und Orientierung verleihen. Unsere vielfältigen Begabungen und ihre Wirkungskraft sind nicht selbst gemacht. Sie sind vielmehr ein Geschenk, eine Frucht der schöpferischen Kraft der Liebe Gottes, die uns ruft, in Freiheit und Verantwortung an der Entwicklung und Entfaltung der Schöpfung mitzuwirken. Schon vor mehr als 2 Jahrtausenden hat der Autor von Psalm 8 das Geheimnis des menschlichen Lebens betrachtet und staunend ins Wort gebracht, dass der Schöpfer uns Menschen nur wenig geringer gemacht hat als Gott. Liebe Gardisten, der wache Blick auf die Schöpfung und die Menschheit zeigt uns, dass Gott mit der unerschöpflichen Kraft seines Geistes
jede Zeit und Generation inspiriert, belebt und bewegt. Gott wirkt durch jeden Menschen, der sich ihm nicht willentlich verschließt, unabhängig von Religionszugehörigkeit oder Glaubenspraxis. Er beschenkt auch sie und die jungen Menschen ihrer Generation mit den Erkenntnissen und Fähigkeiten, die die Gesellschaft benötigen wird, um die Aufgaben und Herausforderungen von morgen zu lösen und zu bewältigen und um auf dem Weg der stetigen Entwicklung einen Schritt weiter zu kommen. Dieses Bewusstsein weckt in mir sowohl große Zuversicht als auch Respekt und eine tiefe Wertschätzung gegenüber jedem Einzelnen von Ihnen. Ihr Vertrauen in diese Gegenwart und Wirkkraft Gottes zu fördern und dieser schöpferischen Kraft in Ihnen zu blühen zu verhelfen, darin sehe ich denn auch eine zentrale Aufgabe als Ihr Kampfplan. Denn ich bin überzeugt, dass erkannt und gelebte persönliche Berufungen die Voraussetzung und das Fundament für maßgebende gesellschaftliche Innovationen im Kleinen und Großen darstellen. Liebe Gardisten, wir alle freuen uns mit Ihnen, dass Sie dem Ruf gefolgt sind, in der päpstlichen Schweizer Garde Papst Franziskus und der Kirche zu dienen und dass Sie diesen besonderen Dienst nun mit folgender Schwurformel beeiden. Auf Französisch nun die Schwurformel. Je jure de servir fidèlement, loyalement et de bonne foi le souverain pontife Régnier François et ses légitimes successeurs. De me dévouer pour eux de toutes mes forces, sacrifiant, si nécessaire, ma vie pour leur défense. J'assume les mêmes devoirs vis-à-vis du Collège des cardinaux durant la vacance du siège apostolique. Je promets en outre aux commandants et aux autres supérieurs respect, fidélité et obéissance, je le jure, aussi frais que Dieu et nos saints patrons m'assistent. Care guardie, siccome avete risposto ad una chiamata interiore che si è risvegliata in voi mesi e in parte anni fa e che si... Italienisch, liebe Gardisten, weil Sie einem inneren Ruf gefolgt sind, der in Ihnen vor Monaten und teils vor Jahren geweckt und schrittweise konkret geworden ist, stehen Sie jetzt hier und werden für den Dienst in der päpstlichen Schweizer Garde vereidigt. Einen Ruf kann nur hören, wer auf die Stimme des Rufenden hört. Und einer Berufung, einem inneren Ruf folgt nur, wer diesem Ruf Vertrauen schenkt. All den damit verbundenen Fragen und Unsicherheiten zum Trotz. Daran erinnert uns auch die Berufung des Saulus, die wir heute früh in der Lesung aus der Apostelgeschichte gehört haben. Deshalb, liebe Gardisten, ist Ihre Entscheidung für den Dienst in der päpstlichen Schweizer Garde auch keine Selbstverständlichkeit. Sie ist es erst recht nicht in Ihrem Alter und mit Blick auf die gleichsam unbegrenzten Möglichkeiten und Annehmlichkeiten, die die Schweiz Ihnen bietet und die Sie mit der Entscheidung für die Garde bewusst für eine bestimmte Zeit hinter sich lassen. Con la scelta della guardia. Il vostro sì. Ihr Ja zum mindestens zweijährigen Dienst in der Garde ist eine beachtenswerte, mutige Entscheidung gegen die persönliche Behaglichkeit und gegen den Mainstream. Sie haben sich in einem Alter voller Sturm und Drang bewusst und freiwillig dafür entschieden,
den schnellen Weg der Karriere und des guten Geldverdienens zu unterbrechen. Sie stellen 2 Jahre in der Vollkraft ihres Lebens in den Dienst einer Institution, deren Glaubwürdigkeit immer wieder leidet und gerade in unserer Heimat, zum Teil nicht zu Unrecht, kritisch in Frage gestellt wird. Sie verzichten 2 Jahre lang auf manche Annehmlichkeit, auf ihr vertrautes Zuhause, auf ihr eigenes Bett, auf den engen Kontakt mit ihrer Familie, ihrem Freundes- und Kollegenkreis, teils sogar auf eine Nahbeziehung mit ihrer Freundin. Und sie sagen ja zu vielfältigen Herausforderungen, zu Disziplin, zum Kennenlernen einer neuen Sprache, Kultur und Lebensart, zum Zusammenleben auf engem Raum mit der großen Gardefamilie, deren Mitglieder sie sind, die sie selber nicht ausgewählt gesucht haben, zu weitgehendem Verzicht auf Privatsphäre, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Und das alles nicht für 2-3 Wochen, sondern für mindestens 26 Monate. Liebe Gardisten, in all dem zeigt sich etwas von der Kraft und Attraktivität der persönlichen Berufung. Wenn wir tun, was wir mit Kopf und Herz als unsere ureigene Bestimmung, als das für uns Richtige und Wichtige erkennen, bringen wir sogar die Entschlossenheit auf, dafür auf viel Angenehmes und Vorteilhaftes zu verzichten. Mit ihrer mutigen Entscheidung für die päpstliche Schweizer Garde sind sie für ihre Familie, ihre Kollegen und Freunde und für uns alle ein Vorbild. Mit Ihnen, liebe Gardisten, sind wir stolz, dass Sie diesen Ruf wahrgenommen und ihm Aufmerksamkeit geschenkt haben, dass Sie ihm gefolgt sind und sich für diesen Weg und für diesen Dienst an Papst Franziskus und für die Kirche entschieden haben, dessen treue und gewissenhafte Befolgung Sie nun mit folgender Schwurformel beeisen. Jetzt die Schwurformel auf Italienisch. Giuro di servire fedelmente, lealmente e onorevolmente il sommo pontefice Francesco e i suoi legittimi successori, come pure di dedicarmi a loro con tutte le forze, sacrificando, ove occorra, anche la vita per la loro difesa. Assumo del pari questi impegni riguardo al collegio dei cardinali per la durata della sede vacante. Prometto inoltre al Comandante e agli altri miei superiori rispetto, fedeltà e obbedienza. Lo giuro che Dio e i nostri santi patroni mi assistano. Das waren die Ansprachen des Kommandanten und die Ansprache bzw. das Verlesen der Eidesformel durch den Gardekaplan. Nazionale dello Stato della Città del Vaticano e della Confederazione Elvetica. Vi preghiamo di alzarvi durante l'esecuzione. Suivent à présent les hymnes nationaux de la Cité du Vatican et de la Confédération Helvétique. Nous vous invitons à vous lever durant leur exécution. Es folgen die Nationalhymnen des Staates der Vatikanstadt sowie der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Wir bitten Sie, sich dazu zu erheben. Es sind etwa 600 Menschen hier in der Audienzhalle dabei bei dieser Vereidigung 2022.
Nun tritt der Feldwaibel mit der Gardefahne, begleitet von der Fahnenwache, also das heißt Korporäre mit Schwert, vor. Thank you.
Nun, der erste Rekrut tritt zum Schwur auf die Gardefahne an und das werden wir gleich mitverfolgen. Also wird genannt und tritt zur Fahne und schwört natürlich in seiner Sprache. Das kann Deutsch, Italienisch, Französisch sein. Rätoromanisch haben wir jetzt das mal dieses Jahr nicht. Ist schon vorgekommen in der Vergangenheit, aber das mal ist jetzt nicht dabei. Sie sind verbunden mit Radio Vatikan. Ich bin Mario Galgano. Bei der Live-Übertragung die Vereidigungszeremonie der Schweizer Garde im Vatikan 2022. Diesmal in der Audienzhalle. Wegen Witterungsbedingungen findet es also nicht wie üblich im Damasushof statt. Sie finden übrigens zur Erinnerung Zusammenfassung dieser Vereidigung, der Feier, sowie auch Interviews und auch zum Beispiel die Ansprache des Papstes an die Gardisten, die er heute an diesem Tag am Vormittag gehalten hat, bei uns auf unserer Homepage unter www.radiovatikan.de, in unserem kostenlosen Newsletter, den können Sie bestellen unter rv-news.info, sowie natürlich auch, erinnere ich an die Vatikanzeitung L'Osservatore Romano, die auch natürlich darüber berichten wird. Da werden Sie natürlich auch über die Schweizer Garde lesen, nachlesen können. Also auch den L'Osservatore Romano auf Deutsch.
Der Schwur mit den drei Fingern ist auch ein christliches Zeichen für uns. In der Schweiz natürlich erinnert das auch an den Schwur, den ursprünglichen Schwur, den sogenannten Rütli-Schwur der drei Urkantone. Hat aber natürlich auch die Verbindung zur Dreifaltigkeit, also mit Gott, Vater, Sohn und Heiligem Geist. Also auch ein tiefchristliches Zeichen, Symbol, dass man das eben ernst nimmt, dass es eine ernste Sache ist für die Kirche, für diese Gemeinschaft, natürlich auch die Gemeinschaft mit dem Nachfolger Petri, ihm zu dienen und das heißt auch die katholische Kirche zu dienen. Patronin der Schweizer Garde, die auch genannt werden, das ist natürlich vor allem der Schweizer Landespatron schlechthin, Bruder Klaus, aber auch der heilige Martin von Tour ist natürlich auch ein Heiliger, der ein Patron ist der Schweizer Garde. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass in der Kirchengeschichte die Schweizer Gardisten auch vielen Päpsten gedient haben, die heilig gesprochen wurden, die auch Heilige waren, ein heiliges Leben geführt haben. Die Schweizer Garde ist ja nicht einfach eine militärische Einrichtung, sondern es ist vor allem eben auch ein Dienst für die Kirche. Thank you.
Das sind eben 36 Gardisten, die schwören, Deutsch, Italienisch oder Französisch, gemäß ihrer Muttersprache, ihrer, ja, wo sie herkommen, aus welcher Sprachregion der Schweiz. Nach dieser Vereidigung, nach diesem Schwur, findet dann das Spiel, also ein Konzert der Banda der Schweizer Garde, die also noch Stücke spielen wird, zu Ehren auch der Gäste. Es sind etwa 600 Gäste hier dabei, das heißt dann natürlich die Familienangehörige, die Eltern, Geschwister der Gardisten, also der 36 Gardisten, die schwören. Es sind natürlich eben Vertreter der römischen Kurie und der Schweizer Politik, also der Behörden, der Landesregierung anwesend. Es ist also, muss schon sagen, eine Vereidigung jetzt im kleineren Rahmen wegen Covid. Also das ist jetzt nicht so wie vor Covid, dass hier auch die Öffentlichkeit teilnehmen durfte, sondern immer noch, muss man sagen, leider im kleinen Rahmen, auch wenn es eben 600 Menschen, natürlich 600 Leute sind, aber das ist trotzdem ja in einem eher kleineren Kreis, wenn man es jetzt mit der Vergangenheit vergleicht. Das heißt, früher, also unter normalen Umständen im Damasushof, ist es dann auch sehr eng, wenn das mit der Öffentlichkeit ist, weil da kommen natürlich auch ganz viele Römerinnen und Römer oder auch Touristen, Pilger hin. Das ist eine einmalige Gelegenheit, wenn man natürlich dann bei einer Vereidigung einmal im Vatikan mit dabei sein kann. Und wie das eben üblich ist, ein Papst nimmt traditionsgemäß bei der Vereidigung nicht teil. Der wird vertreten durch den Substituten im Staatssekretariat. Der Papst trifft die Gardisten jeweils am Tag der Vereidigung mit den Familienangehörigen in einer Privataudienz. Und er hat sie eben heute Morgen hier getroffen. Er hat sich natürlich bedankt, erinnert, dass er in einem engen Kontakt steht mit der Schweizer Garde. Das sind ja seine Leibwächter, die sind immer bei ihm. Und er hat aber auch erinnert, leider muss auch das mit sagen, vor wenigen Tagen, ein Schweizer Gardist, oder ein ehemaliger Schweizer Gardist genauer gesagt, gestorben, ein junger Gardist, leider durch einen Unfall in der Schweiz, Silvan Wolf, und Papst Franziskus hat sich an ihn erinnert und hat eben auch für ihn gebetet und in seiner Ansprache zitiert, eben seinen Namen genannt und für ihn gebetet. Und das wollen wir auch tun. Es ist ein Freudentag, aber eben auch gleichzeitig auch ein trauriger Moment. Einmal Gardist, immer Gardist, treu und redlich zu dienen. Diese Kameradschaft, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und darum, wenn auch etwas passiert an einem Kollegen, dann ja, ist das natürlich auch schrecklich und schade. Und darum wollen wir auch für Silvan Wolf beten. Vielleicht auch eine, ja, nicht bemerkenswerte Sache, aber trotzdem etwas, was ich unterstreichen würde, in der Ansprache des Kommandanten. Ja, wir sprechen ja von der kleinsten Armee der Welt, und es gibt ja dieses, ja, berühmte Zitat von Stalin, wie viele Armeen der Papst habe, und da machte man sich auch immer wieder lustig, und gerade Stalin, wenn man da denkt an die Situation, die heutige in Osteuropa, in der Ukraine, dann ist das auch eben traurig, dass wir in diesem Tag, das eigentlich ein Freudentag wäre für diese 36 jungen Männer, das aber gleichzeitig nicht weit weg vom Vatikan eigentlich, so weit ist ja die Ukraine nicht von Rom entfernt, dass da eben auch junge Männer kämpfen müssen. Das ist ja 2022 etwas vielleicht Undenkbares und etwas Unschönes, und dass auch der Kommandant Christoph Graf daran erinnert hat, das würde ich schon unterstreichen, ist auch wichtig. Also die Schweizer Garde ist da, um zu schützen, ist da auch, um uns zu erinnern, dass es Herausforderungen gibt im Leben, aber nie wieder Krieg, wie der Kommandant Graf zitiert hatte, die Menschen nach dem zwei schrecklichen, verheerenden Weltkriegen, und dass wir das jetzt nochmals in Europa erleben müssen, ist wirklich traurig.
eben hier 600 Menschen in der Audienzhalle, das hat damit zu tun, dass wegen Wetter, also wenn das Wetter unpassend ist, dann macht man das drinnen. Ich bin ja hier nicht alleine beim Kommentieren der Vereidigung, hier für Radio Vatikan, auch für unsere Partnersender EWTN TV, für unseren YouTube-Kanal, Facebook. Ich bin Mario Galgano und mit mir ist auch Thiago Würsch aus dem Kanton Nidwalden. Und er hat ja eben vor genau einem Jahr hat er an der Vereidigung teilgenommen, eben als neuer Gardist. Und dieses Jahr eben drinnen in der Audienzhalle, es ist auch besonders, es sind zwar 600 Leute da, aber es ist ja trotzdem noch unter Covid-Bedingungen eingeschränkt. Das normalerweise ist ja natürlich eben so eine Vereidigung, wird ja das mit der Öffentlichkeit, das heißt auch mit vielen Römern, die auch kommen. Wie ist denn auch so eure Beziehung auch zur Stadt Rom? Also habt ihr überhaupt Möglichkeiten, die Stadt auch kennenzulernen oder seid ihr schon immer die ganze Zeit im Vatikan? Nein, wir haben natürlich die Möglichkeit, Rom, Italien allgemein kennenzulernen. Wir sind nicht immer drin, zum Glück, weil man braucht auch seine Freiheiten. Aber bei unseren Freitagen zum Beispiel, die wir haben, die Reservetagen, sagen wir, können wir nach Rom rausgehen, Italien auch längere Ausflüge unternehmen. Wir haben normalen Urlaub, wir haben Spezialbeurlaubung, den wir beim Kommandanten zum Beispiel beantragen können. Und dann kann man zum Beispiel 3 Tage auch Norditalien gehen, besuchen gehen oder nach Süditalien, das ist absolut kein Problem. Und es tut auch gut, nebst dem Dienst für die Kameradschaft zusammen rauszugehen und Italien zu entdecken, auch Römerinnen kennenzulernen, das ist alles kein Problem. Wir sehen ja, also wir haben ja hier auch die Banda der Schweizer Garde, das heißt, es gibt auch Möglichkeiten, dass ihr Musik spielen könnt. Es gibt ja, wir haben ja auch eine vatikanische, immer wieder berichten wir auch an der Vatikanischen Fußballliga, sogar da gibt es auch die FC Guardia. Genau. Ich sage jetzt nicht, wie sie jetzt spielt, aber wir haben, darüber berichten wir auch über diese Liga. Es gibt ja ganz viele auch Möglichkeiten, auch innerhalb des Vatikans aktiv zu sein. Also die Schweizer Garde ist mehr als nur einfach eben die Hellebarde zu tragen. Genau, das ist so. Also bei der Banda zum Beispiel, wenn man beim Eintritt, das wird schon mit dem Kommandanten und mit dem Herrn Kaplan vielfach schon besprochen, fragen sie ja, spielen sie denn ein Instrument? Sind sie musikalisch begabt oder sind sie offen, etwas ein Instrument zu lernen? Dann natürlich kann man in die Banda gehen. Man übt auch, man hat entweder bei den Freitagen oder auch bekommt man Zeit dafür, zusammen zu üben, weil es gibt, das ist nicht der einzige Anlass, in dem es die Banda, der Schweizer Garde braucht, sondern wir haben auch mehrere Events oder Anlässe, die sie spielen. Und natürlich wird das auch so gut es geht gefördert, wenn es mit dem Dienst und mit der Dienstzeit möglich ist. Und bezüglich dem FC Guardia, wir haben genau eine eigene Fußballmannschaft.
Dort ist die Übung, kommt manchmal ein bisschen zu kurz, aber man gibt sein Bestes und dort ist die, sagen wir, die Liebe zum Fußball an erster Stelle. Aber immerhin habt ihr eine Mannschaft, Radio Vatikan hat, spielt schon lange nicht mehr leider bei der Vatikanliga dabei. Früher waren wir mal dabei, jetzt haben wir leider keine Mannschaft. In Zukunft wieder. Genau, jetzt hören wir das Konzert, also ein paar Stücke der Banda. Thank you.
Eseguiti dalla banda del corpo, avete appena sentito i seguenti pezzi: Exercitus Humanus di Stéphane Terrin e No Roots di Alice Merton, arrangiato da Thiemo Kraas. Seguirà adesso il pezzo Fight, eseguito dai tamburi, seguito da Sakodo o Sakodo di Claude Auger. Per finire, per la marcia d'uscita verrà eseguito il pezzo Trompeter Roof di Arthur Ney. Vous venez d'entendre la fanfare du corps jouer Exercitus Humanus de Stéphane Terrin et No Roots de Alice Merton, arrangé par Thiemo Kraas. Suite à présent, le morceau Fight, interprété par les tambours, puis Sakodo ou Sakodo de Claude Auger. Pour la marche de sortie, vous entendrez la Trompette Roof de Arthur Ney. Sie haben soeben aufgeführt vom Gardespiel den Exercitus Humanus von Stéphane Terrin und No Roots von Alice Merton, arrangiert von Thiemo Kraas, gehört. Es folgen das Stück Fight von den Tamburen ausgeführt und danach Sakodo ou Sakodo von Claude Auger. Zum Ausmarsch wird der Trompeterruf von Arthur Ney aufgeführt.
Und nach dem Konzert der Spielgruppe der Schweizer Garde meldet nun der Kommandant dem Vertreter des Heiligen Vaters, also Monsignor Edgar Peña Parra, dem Substituten im Staatssekretariat, die Vereidigungsfeier der Schweizer Garde für beendet und gibt den Befehl zum Abmarsch. Vielleicht noch eine Frage auch an Thiago Würsch. Wir sehen auch, dass so manchmal eben so geblickt wird und auch diese Stellungen, was hat denn das für eine Bedeutung oder was bedeutet das jetzt, was wir jetzt auch sehen? Wieso macht man das oder was? Normalerweise, also hauptsächlich ist es, dass die Personen in einem schönen Reih und Glied stehen, alle genügend Abstand haben, zum Beispiel den Ellbogen hoch, dann weiß man, okay, der Abstand stimmt bei allen gleichermaßen. Und das mit dem Kopf nach rechts blickend, sieht man den Kameraden auch, alle Kameraden auf der Seite, ob es man selber auch gerade steht, im Glied steht. Genau, das hat das zum Zweck. Okay. Und das wird natürlich dann auch geübt. Das wird einexerziert, genau. Weil es sieht vielleicht einfacher aus, als es ist, aber trotzdem, damit es dann am Schluss einigermaßen ein gutes Resultat ergibt, dann das wird schon gut einexerziert und eingeübt. Besonders für die Vereidigungsfeier, da man ja besonders mit dem Panzer, den man anhat, mit dem Stahlhelm, das ist nicht jeden Tag, wo man ihn anhat. Darum wird das oft eingeübt, doch. Weiß man da auch, wie schwer so ein Hellebarde etwa ist? Oder was trägt man da? So ein paar Kilo schon? Also die genaue Zahl weiß ich momentan nicht, aber nach einer Vereidigung spürt man es an den Schultern. Also gewisse Panzer schneiden ein in den Schultern, aber das ist auch je nach Körperbau, den man hat, sind die Schultern ein bisschen rot oder hat man einen Einschnitt. Also man spürt es schon, aber das geht schon, das ist kein Problem. Das ist ja die Gala-Uniform, aber jetzt auch mit dem ganzen Harnisch und allem Panzer, trägt man das nur bei der Vereidigung oder gibt es noch andere Momente? Auch andere Momente. Wir haben das Osterpicket auf dem Petersplatz, dort trägt man es auch, Osterweihnachten, genau, und also Ostern und Weihnachtspicke. Auch mit Hellebarde? Mit der Hellebarde, genau. Hellebarde, Panzer, so wie man es jetzt hier sieht. Wir haben ja auch vor ein paar Jahren auch über die neuen Helme gesprochen, die sind ja ganz technologisch, also mit 3D-Druckern. Genau, genau. Sind ein bisschen leichter auch vielleicht als die ursprünglichen. Von dem hat man mindestens einen Vorteil jetzt. Ja, viel angenehmer. Also das ist ein super Resultat, die Kombination, die man da bekommen hat. Und also das Resultat ist wirklich angenehm und der Schwarzhelm kann man wirklich lange tragen. Also hat wenig Gewicht und sieht gut aus und das Resultat stimmt. Wir sehen eben, bekannt ist eben diese Gala-Uniform mit den Farben auch der Della Rovere und Medici, also der Päpste, die ja die Schweizer Garde eingeführt haben. Aber ihr trägt ja nicht jeden Tag die Galluniform, also auch die Besucherinnen und Besucher, die den Vatikan eben kommen, die sehen ja euch nicht jetzt jeden Tag so, sondern ihr habt ja sonst eine Alltagsuniform sozusagen, eine Alltagskleidung. Genau, also man muss sagen, die mit der Galluniform, das ist auch unsere Arbeitskleidung, die normale Arbeitskleidung, während dem Tag vor allem. Aber es gibt auch Posten und Zeiten, in denen wir dann die Exerzieruniform anhaben, das ist die ganz blaue Uniform, die ist ein bisschen praktischer, also ein bisschen praktisch bezogener als die Gala-Uniform, weil doch mit diesen Bändeln, bei denen man bei der Gala-Uniform hat, ist das tägliche Arbeiten ein bisschen erschwert. Und auch die Gala-Uniform, um sie zu reinigen, muss eine Spezialreinigung zu einer Spezialreinigung gebracht werden und kann man nicht einfach so in die Waschmaschine reinschmeißen. Mhm. Genau. Aber das ist ja auch, also da organisiert ihr euch. Ja, das ist das wird organisiert. Das ist kein Problem. Sehr gut. Also geht jetzt so Richtung Ende. Was läuft denn eben jetzt normalerweise ab? Also gut, vor Covid gab es dann natürlich noch Empfänge durch auch den Gastkanton, aber was macht man jetzt nach einer Vereidigung? Was läuft denn da ab auch für die Gardisten? Jetzt für die Gardisten ist nachher der Rückmarsch zur Kaserne und natürlich dann in den Höfen, in denen
die wir haben bei der Kaserne, wird zuerst ein kühles Bier getrunken zusammen und der Moment wird natürlich genossen. Und später kommen auch die Familienangehörigen dazu und man kann den Tag mit der Familie, mit den Kameraden ausklingen lassen. Die aber sind dann schon dann ab morgen wieder im Dienst oder gibt es da noch irgendwie freie Zeit jetzt noch? Normalerweise haben sie noch freie Zeit mit der Familie und die schon vereidigten Gardisten übernehmen den regulären Dienst wie auch jetzt. Also das ist, sie haben schon noch Zeit mit der Familie, was auch schön und richtig ist. Klar, also viele sind ja extra aus der Schweiz natürlich hergekommen, die Söhne zu sehen oder den Bruder. Also ist natürlich dann auch wichtig, dass man noch diese Zeit hat. Apropos Kaserne, wir haben auch heute berichtet bei uns, beziehungsweise in den letzten Tagen, vor allem am Mittwoch, es wird jetzt eben die Kaserne ja neu gebaut, also neu renoviert. Dazu gibt es eben eine Stiftung, die hat jetzt auch mit dem Vatikanstaat, also mit dem Staatssekretariat ein Abkommen abgeschlossen. Also ihr werdet jetzt ja in ein paar Jahren, jetzt, also nicht demnächst bald, aber in ein paar Jahren eine neue Kaserne haben, die auch nachhaltig gebaut werden soll. Dazu wird ja auch noch Geld gesammelt. Also es gibt eben diese Stiftung der Renovierung, Neubau der Schweizer Garde, also Kaserne der Schweizer Garde. Und das auch wird vielleicht eine Besonderheit, dass die Schweizer, die sich dafür engagieren, für diese neue Kaserne. Eben bedenkt ihr, die Schweizer Gardisten wohnen ja eigentlich, also die Kaserne, ihr wohnt ja im Vatikan drin, einige, also jetzt nicht natürlich die Helibardiers noch nicht, aber ab einem gewissen Grad kann man ja auch heiraten, Familie haben. Genau. Und da lebt man ja dann auch eigentlich im Vatikan eigentlich. Das ist ja dann auch, ihr seid ja eben die einzigen Familien sozusagen oder wenigen Familien. Im Vatikan, genau, das ist so. Wenigen Familien im Vatikan, also trägt also auch dazu bei, dass der Vatikan eben auch ein Ort der Familien ist. Genau, weiter Männer, belebt auch ist auch so, ja. Ja, damit mit diesem Abmarsch ist also die Vereidigung 2022 zu Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für meinen Gast, Schweizer Gardist aus dem Kanton Nidwalden, Thiago Würsch. Herzlichen Dank. Danke. Und auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie mit uns verbunden sind, waren und diese Vereidigung mitverfolgt haben. Ich bin Mario Galgano. Ich erinnere Sie eben an unseren Newsletter unter www.rv-news.info. Können Sie das kostenlos bestellen. Da finden Sie eben eine Zusammenfassung und auch weitere Informationen auf www.radiovatikan.de. Herzlichen Dank, ich bin Mario Galgano für Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus. Geschätzte Nidwaldnerinnen und Nidwaldner, darf ich bitten, dass Sie noch einmal kurz Platz nehmen. Die anderen dürfen schon zum Apero gehen. Wir haben die grosse Ehre, dass wir noch dürfen als politische Vertretung vom Kanton Nidwalden mit der Bundesbehörde ein Foto machen. Wir möchten das davor jetzt. Wenn die Bundesvertretung mit dem Herrn Bundespräsident wieder raus ist, würden wir alle Nidwaldnerinnen und Nidwaldner bitten, hier auf die Stege zu kommen, dass wir miteinander ein gemeinsames Foto machen können. Alle anderen, dann wünsche ich schon Prost beim Apro.
EWTN, katholisches Fernsehen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, 50 Tage lang feiert die Kirche Ostern, bis zum 50. Tag, dem Pfingstfest. 50 Tage Ostern, die Freude darüber, dass er auferstanden ist, dass er der Sinn unseres Lebens ist, dass er es ist, um den wir uns hier versammeln. Und im Kyrielied begrüßen wir ihn und rufen um seinen Segen. Christus, erbarme dich.
Es erbarme sich unser, der allmächtige Gott. Er lasse uns die Sünden nach und er führe uns einst zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Vater, wir glauben und bekennen, dass unser Herr Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Erwecke auch uns durch die Kraft des Heiligen Geistes zu einem neuen Leben. Um dies bitten wir dich, Vater, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen wütete Saulus immer noch mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum Hohenpriester und erbat sich von ihm, Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, die er dort finde, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er antwortete: Wer bist du, Herr? Dieser sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Seine Begleiter standen sprachlos da. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saul erhob sich vom Boden. Als er aber die Augen öffnete, sah er nichts. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus hinein. Und er war 3 Tage blind und er aß nicht und trank nicht. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias. Er antwortete: Hier bin ich, Herr. Der Herr sagte zu ihm: Steh auf und geh zur sogenannten geraden Straße und frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision gesehen, wie ein Mann namens Hananias hereinkommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sieht. Hananias antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Auch hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh nur, denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen. Ich werde ihm auch zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Da ging Hananias hin und trat in das Haus ein. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen
und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er sah wieder. Er stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kam er wieder zu Kräften. Einige Tage blieb er bei den Jüngern in Damaskus, und sogleich verkündete er Jesus in den Synagogen und sagte: Er ist der Sohn Gottes. Wort des lebendigen Gottes. Mächtig waltet über uns seine Huld. Die Treue des Herrn wird in Ewigkeit. Geht in alle Welt, Halleluja, und seid meine Zeugen, Halleluja. Sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit stritten sich die Juden und sagten: Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen: Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht